Rhythm for Play. Total und recht herzlich willkommen zu Star Wars Lounge, Star Wars Stammtisch, Star Wars Miniclips während der Arbeit. Während der Arbeit hier im Shop, während der Arbeit im Studio. Ich möchte mich auf diesem Wege bei meinem Dry CPO, der in der Show immer mitgemacht hat, herzlich mal bedanken und Happy Birthday sagen. Happy Birthday dir, Marco, der den 3CPO in der Star Wars Sache dargestellt hat. Der im Moment nicht viel Zeit hat, logisch, er hat ja Geburtstag. Und auf diesem Wege gratuliere ich ihm total und recht herzlich, da wo er jetzt gerade ist, bei der Arbeit und auch zu Hause, in seinem kleinen Kreis Bottrop, wo er mit seinen Hunden, mit seiner Familie seinen Geburtstag feiert. Und einer euer Captain Rex, der halt die Sendung ins Leben gerufen, der jetzt im Moment Hörspiele sich anhört. Und da komme ich auch direkt zum Clip. Seitdem ich Hörspiele mir anhöre, am Wochenende über 15 Stunden Star Wars und wie gesagt das Imperium schlägt zurück und so weiter und so fort, als wirkliches Hörspiel mit den richtigen Stimmen, machte das so viel Spaß, dass ich heute den Videoclip nicht nur, weil Marco 3DryPO heute Geburtstag hat und ich ihm auf diesem Wege gratulieren möchte und mich total und recht herzlich bedanken, dass er wie gesagt in der Show mitmacht und mitgemacht hat. Und sobald wir wirklich Zeit haben, ab Oktober, November, Dezember, wer weiß, sobald Han Solo, der Film, auf dem Markt, auf den Datenträgern zugegen ist, dass wir dann darüber sprechen werden. So, heute sind zum Beispiel die Artkünstler, die für den Solo-Film zuständig waren, bei Instagram aufgetaucht und haben ihre Produkte gezeigt, ihre Risszeichnungen und auch die Bilder, so wie sie sich das Ganze halt vorgestellt haben und das, was wir auch gesehen haben. So, wie gesagt, Star Wars Hörspiele sind natürlich komplett anders, weil Leia Organa Solo, die Tochter von Darth Vader, ganz anders rüberkommt wie in den Filmen. So, wenn man jetzt in die Hörspiele eintaucht, ein ganz anderes Feedback bekommt und sein Gehirnkino fängt dann an, dort Film zu machen und die richtigen Darsteller zuordnet. Wer also 41 Jahre bei Star Wars verkehrt, bei Star Wars eingedrungen, bei Star Wars verweilt hat, kriegt das also mit, was ich jetzt sage. Also Leia Organa Solo, die Tochter von Darth Vader, geht also in den Hörspielern komplett anders, wird auch zu Jedi und hat Zwillinge. Und darauf kommt es nämlich jetzt an. Zwillinge. Wer ist Kylo? Ja? In den Hollywood-Streifen. Ich hatte gerade einen Kunde da, der mit 7 jetzt anfangen wollte, 7, 8 und später 9. Und ich sage jetzt, meine lieben Freunde, ab sofort könnt ihr alles, was wir jemals hier hatten, ja, auch die Bilder bei Amazon kaufen. Kostet uns halt Geld, aber egal. Wir werden das alles dem Amazon hier zukommen lassen. Wir sind schon seit dem ersten Tag von Amazon sind wir an sich dort schon Kunde. Wir sind Prime und Firmenkunden und ich habe es nie aktiviert, aber da es jetzt hier stagniert, da es draußen in der freien Welt des Klicks schneller verkauft wird wie hier vor Ort, natürlich, deswegen mache ich den Videoclip, kam auch gerade einer rein, der unbedingt die Darth Vader Maske haben möchte, die wir ja natürlich auch im Schaufenster haben. Wir haben die ganzen Figuren ja im Schaufenster stehen. Es sind auch schon andere gekommen. Also im November, Dezember werden natürlich hier vor Ort auch einige Figuren gehen, die ich halt jetzt nicht Amazon zukommen lassen kann. Und kriege auch gerade eine Info. Ja, also wie gesagt, es gibt Leute, die können nicht und die wollen einfach nicht. Die wollen einfach nicht. Aber egal, ich habe gerade hier wieder so eine Wahnsinns-Info bekommen. Da unterbreche ich jetzt. Kann ich gleich, weil mittlerweile nerven solche Infos. So, wie gesagt, es wird halt geschehen, dass wir die Ware, wie gesagt, bei Amazon anbieten werden, im Amazon Store. Hier vor Ort habe ich meine 4, die auch diese Sendung sehen,
begrüße auf diesem Weg auch die vier, die hier einkaufen und mit denen ich auch philosophiere am Stammtisch, leider nicht bei laufender Kamera. Ist halt so, hier ist so eine Art freie Zone. Wir haben ein richtig schönes Medienhaus mit wirklich wunderbaren Künstlern, die uns besuchen kommen. Wir haben hier ein Copyhaus, wo die Bürger aus allen Schichten, aus allen Herrgottsländern, auf Deutsch gesagt, hier erscheinen und ihre Sachen machen. Aber heute ist halt Marco. Marco hat heute Geburtstag und Marco kriegt halt dieses Standing Ovation, Happy Happy Birthday for you, exklusives Video für dich, auch als Dankeschön für 3DRIPO und für alle anderen Sachen, die da so manchmal gelaufen sind, hinter den Kulissen. So, auf dem Weg gratuliere ich total und recht herzlich und natürlich alle anderen auch. Heute ist der 18.09.2018 und wie gesagt, Marco hat Geburtstag, der uns wie gesagt unterstützt und natürlich seit seinem 8. Lebensjahr ein Star Wars Fan ist, hat er ja auch vor laufender Kamera mal gesagt. So, meiner einer ist seit seinem 18. Lebensjahr, könnt ihr also ausrechnen, 41 Jahre dürft ihr mal draufpacken, so alt ist meiner einer schon und ist jetzt im Hörspielfieber. Es macht unheimlich viel Spaß, diese Hörbücher zu hören, sag ich ja, 15 Stunden am Wochenende mit den Originalstimmen und wie gesagt, man kommt, also man dringt ein, man hört ja auch die Gedanken, ja. Mary Jane zum Beispiel, die horrendes Geld kostet bei Hasbro. Also Mary Jane zum Beispiel, wenn die ihren Gedanken hat, was sie da, ne, dieser Imperator und so weiter. Und wenn sie nachher die Wahrheit hört, dass Luke Skywalker an sich der Sohn von Darth Vader ist. Ja? Das sind auch so Sachen, wenn die anderen sagen, hör mal, das ist der Sohn von Darth Vader. Hey, ne? Da ist schon. Ja? Ist halt so. Ja? Und wie gesagt, es macht so viel Spaß, dazu einzutauchen, zumal die, noch einmal einzutauchen, die Originalstimmen zu hören. Und da man ja 41 Jahre involviert ist, kann man sich das dann geistig vorstellen. Und wenn man neue Namen hört, die man vorher gar nicht kannte, ja, dass man dann sofort bei Google reingeht, sich das anschaut, es macht so viel Spaß zu recherchieren in einem Märchen. Once upon a time are in the West. So ungefähr, oder once upon a time in Universe oder so. Keine Ahnung, also es war einmal irgendwo im Universum eine Geschichte, die halt jetzt wirklich eine Geschichte geworden ist, nach 41 Jahren. Die Figuren haben leider, oder sind leider nicht mehr so an, ich meine so eine 3,75 Figur da, 20, 30, 40, 50, 60, sogar 100 Euro ausgeben. Ich weiß nicht, also das sind halt sehr, sehr wenige, die das machen. Und dann schauen wir mal, ob das geschieht bei Amazon, wenn wir da unsere Rubrik eröffnen, dass ihr unsere Ware dort halt auch bei Amazon beziehen könnt. Mal schauen, versuchen wir mal. Am Wochenende wird mit der Buchhaltung darüber gesprochen, wie wir das in Szene setzen. Wie gesagt, deswegen öffentlich, das, was versprochen bleibt hier, könnt ihr natürlich November, Dezember abholen, das habe ich versprochen, das bleibt auch. Ja, aber wie gesagt, wir entfernen jetzt hier alles, alles wird leergeräumt und ja, wird dann halt über Amazon angeboten, warum auch nicht. Ne? Ja, so, und jetzt beende ich das, weil an sich das ist nur Laudatio auf Marco, der 3DRIPO, euer Captain Rex, der halt sehr gerne mit Marco diese Show, The Star Wars Show oder Wohnzimmer, Star Wars und so weiter, gern gemacht hat. Auch die anderen Gäste, die da waren, werden auf diesem Weg nochmal total recht herzlich, wie soll ich sagen, ich bedanke mich total recht herzlich, dass ihr da wart, wirklich. Ob das aus China, Japan, die Herrschaften, oder aus Dorsten, Recklinghausen, ja, oder Nürnberg, die zugeschaltet, München, die zugeschaltet waren. Und dann die ganzen Schauspieler und die ganzen Gäste, die ganzen Kunden, die hier waren, natürlich hinter der Kamera. Ja, ich suche natürlich händeringend noch Leute vor der Kamera, damit man was Wunderbares machen kann. Es sollten aber keine Laiendarsteller sein, es sollten schon Leute sein, die Ahnung haben, aber die sind so teuer.
Leider, es ist alles so teuer geworden und Spaß hat man irgendwie in seinen eigenen vier Wänden, hat man Spaß, aber nicht mehr in der Gemeinschaft, jedenfalls hier. Hier ist keine Gemeinschaft mehr, hier ist mehr Ärger wie Freude und das ist natürlich schade. So, danke noch einmal an Marco, der als 3DRIPO hier war, der die Sendung mitgestaltet hat. Feier deinen Geburtstag, have more fun, ja, und erfreue dich an De Augustini, den X-Wing Fighter, und sobald De Augustini den kompletten Falken hier geliefert, können wir beginnen mit dem Bau des Falken. Bei 58, glaube ich, sind wir schon an Tüten, also 58 Tüten sind noch da, jetzt fehlen noch über 40 Tüten und 42 Tüten fehlen noch. Und dann können wir mit dem De Augustini Falken auch anfangen und vielleicht können wir den auch modifizieren und so weiter und so fort. Und sobald hier die Lieferungen beginnen mit dem X-Wing Fighter, wird auch mit dem X-Wing Fighter gearbeitet. Das werden wohl so Kernstücke werden, die dann in das Schaufenster kommen. So, wird sein. Also, ich bedanke mich total und recht herzlich bei allen Zuschauern. Ich bedanke mich total und recht herzlich bei allen 100% Begeisterten, die in der Gruppe sich befinden. Über 1105 sind schon dort begeistert. Wie gesagt, nicht nur an den Hörspielen, an den Filmen, wie gesagt, die auch wirklich Freunde sind, ja? Die auch begeistert sind, dass es Rebels gibt, dass es Resistance gibt, dass es Zeichentrick gibt, dass es Destiny gibt, die Mikroserie gibt und nicht dagegen sind. So, die 100.000 Hater in Amerika, die gibt es nun mal, kann ich auf eine Art verstehen, wenn die Fantasie plötzlich durchgeht. Ich merke es richtig. So, wenn ich jetzt hier diese Hörspiele, wenn ich mir das Ganze so ansehe, da eintauche, richtig eintauche und daraus ein richtig tolles Hobby mache, dann kann das schon mal sein. Ja, ich bin auch wirklich der Meinung, man sollte einen Lord Darth Vader Film machen. Nur über Lord Darth Vader. So wie er seine Gedanken hat und so weiter. Ist halt auch so eine Sache. Mehr als sagen kann ich nicht. Ich kann nicht darauf hoffen, dass das mal kommt, dass er mal ein richtiger... Mittlerweile bin ich wirklich der Meinung, man sollte die Realfilme da sein lassen. Man sollte wirklich mit neuen beenden. Tschüss. Man sollte wirklich specialige, elektronische, gestaltete Filme herstellen, wo dann wirklich alles reinpasst. Leute, die es nicht mehr gibt, Leute, die es noch gibt und andere dann mit Gedanken, mit Sprache. Ach, man kann das so schön machen, ja. Also ich bin ja noch aus der alten Schule, 77, aufwärts. Dieses Tamtam des Fox knallhart und dann dieses THX und dann kommt erst Star Wars. Heute diese Ruhe da, diese Experimente, auch bei Solo der Film, wurde ja erklärt, dass viele Szenen doch von den beiden Regisseuren waren. Also der Film war nicht komplett überarbeitet. Dann fragt man sich schon, warum hat man dann so viel Geld dafür ausgegeben, wenn doch so viel übernommen worden ist. Und dann ist es nicht übernommen worden, zum Beispiel der sogenannte Fighterflug, also wo er der Fighter war, wo er im Fighter war, wo er den zum Tunnel gebracht hat, wo er also den Imperialen nicht funktioniert hat und dann kam der Schnitt und dann war er plötzlich Infanterie, ja, war dann am Felde anstatt in so einem Flieger. Ja, kaum das alles so ist, weiß ich auch nicht, so lang kann ein Film nicht werden, wenn da 21 Sekunden, da eine Minute mit eingepflegt werden, dann wird ein Film vielleicht, wenn wir Glück haben, 10 Minuten länger. Bei Herr der Ringe haben wir es ja auch ausgehalten, die sind ja richtig lang geworden und ja, in dem Sinne, ne? Also das ist jetzt nur so daher gesprochen. Also recht herzlich am 18.09.2018 hat er, wie gesagt, Geburtstag und ich wünsche ihm natürlich alles Gute, meinem 3DRIPO Captain Rex in der Ferne. Ne? Hi! Hi, Grüße! Da bin ich wieder. Ja. Dream for play.